Jo, liebe Leute, willkommen zum Podcast. Heute mit einer Charakteranalyse. Man kennt es, und zwar Kaido. Liebe Leute, wir haben uns für Kaido entschieden. Ein spannender Charakter, einer der spannendsten Charaktere. Und jetzt haben wir ja neuerdings, mit den letzten Chaptern, da mit den Rocks-Piraten und so, kamen ja noch ein paar Infos dazu. Man wusste zwar schon, dass sie zusammen in der Crew war, man hat die Rocks angenommen, aber Leute, das ist ja wohl richtig krass, was da damals abging. Also, dass Whitebeard, Big Mom, Kaido und Sebek und Shiki und dass sie alle in einer Crew waren. Und haben uns gedacht, komm, Kaidos Vergangenheit, Kaidos Gegenwart und seine Zukunft, beziehungsweise einfach mal eine Analyse, was weiß man alles über Kaido, das wollen wir in dem Podcast heute euch mal durchkauen. Yes. Ja, so. Gibt's noch irgendwas zu sagen vorweg? Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben? Was gibt's groß zu sagen? Wir sind wieder da, Freunde. Puh, puh, puh. Ja, genau, wir sind wieder back. Back. Genau, ey, ich frag dich erstmal vorweg, was glaubst du, wie alt ist Kaido? Weil das ist ja auch so ein Ding, das wurde noch nicht bestätigt. Mhm. Bei Big Mom wissen wir, sie ist 68, glaube ich, 68 Jahre alt. Das ist die Frage, wie alt ist Kaido? Was glaubst du? Also, erstmal, bei Kaido, finde ich, kann man das Alter schwer einschätzen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, man sieht Big Mom das Alter an, obwohl sie jetzt keine grauen Haare oder so hat, aber ich finde, bei ihr sieht man das Alter an. Und bei Kaido ist halt die Sache, okay, man weiß, dass er vor 40 Jahren in der Crew war und da halt auch schon erwachsen war, könnte man sagen. Deswegen, ich würde mal so schätzen, wenn ich mich jetzt auf eine Zahl festlegen würde, würde ich 69 sagen, so ein Jahr älter als Big Mom, maybe. Aber ich würde so sagen zwischen 60 und 70. Ich würde die nicht zu alt schätzen. Es gibt jetzt natürlich wieder die Leute, die direkt wieder in ganz anderen Hemisphären pokern. Aber wenn Big Mom 68 ist und Whitebeard 72, als er gestorben ist, also wäre jetzt 74, dann würde ich ihn auch so irgendwo dazwischen einschätzen. Ich glaube nicht, dass er viel krasser da drüber oder da drunter ist. Ja, würde ich auch sagen so. Also ich hätte ihn auch jetzt zwischen 60 und 70 eingeschätzt. Vielleicht hätte ich ihn sogar auf 60 eingeschätzt. Das Ding ist, du hast gesagt, vor 40 Jahren Rocks-Piraten, da war er schon da. So, das ist die Sache so. Und er war ja kein Kind so. Und er war ja schon wahrscheinlich dann so 18, 20, so jetzt wie die Strohhüte vielleicht jetzt sind, wie Ruffy jetzt ungefähr ist, wie Zoro jetzt ist, so in etwa. Deswegen müsste er theoretisch, er muss über 60 sein so. Kopfgeld wissen wir auch neuerdings, 4,611,1 Milliarden. Wie krass ist das? Die Frage ist, was hat er getan, um 100.000 Berry zu bekommen? So, weißt du? Ja, ja. Was, wie wird das berechnen noch, diese 100.000 oder so, ne? Was hat er gemacht? So wahrscheinlich aus Versehen so genießt, so einen Stand der Marine kaputt gemacht und dann so, ja, da kommt nochmal 100.000 drauf, keine Ahnung. Ja, ja. Keiner weiß es. Ist auf jeden Fall ultra. Ja, ist, also die Kopfgelder, machen wir uns nichts vor. Inzwischen hat man bei Weitem nicht mehr so einen Wert auf glatte Summen gelegt. Ich meine, Ruffy nach Dressrosa 500 Mille mit Lore, Ace 550 Millionen. Dann kommt Jack glatt 1 Milliarde. Damit kann man arbeiten. Aber irgendwie hat Oda sich gedacht: Nee. Jetzt muss ich da ganz krumme Zahlen machen. Und das hat er dann ja mit den Katastrophen, also auch mit Katakuri und so, da war ja die Zahl auch krumm. Ja, richtig krumm. So. Irgendwie auch 1.077.000 oder so. Und bei Blackbeard hat er den Vogel abgeschossen mit 2,247 oder so. Irgendwie so richtig. Ja. Warum, Alter? Mach doch eine gerade Zahl. Ich habe mich schon gefreut, als die Spoiler damals rausgekommen sind zu den neuen Kopfgeldern. Die waren alle so gerade noch, so, aber die waren noch nicht akkurat. Und jetzt, jetzt sind so richtige krumme Scheißzahlen, die man sich nicht merken kann. Aber das ist nicht Thema. Und zwar Kaido. Also, lass uns ein bisschen in den Rocks-Piraten anfangen, würde ich sagen, oder? Yes, auf jeden Fall. Ist halt der erste Startpunkt. Ja, was weiß man da überhaupt? Man weiß gar nicht. Man weiß, die wurden auf Beehive, auf der Insel, wo Blackbeard jetzt ist, oder war. Er wollte ja aufbrechen und sich etwas holen, bevor die Marine sich das holt. Auf dieser Insel wurden die Rocks-Piraten gegründet, ne? Also das ist auch interessant so. Auf dieser Insel. Also war Kaido da auch wahrscheinlich anwesend. Und auf der Insel, wissen wir auch, auf Beehive wurde auch der Davy Backfight ins Leben gerufen, erfunden oder so. Was auch richtig weird ist, das wusste ich erst gar nicht. Aber es wurde wirklich gesagt, dass... Also es wurde damals im Foxy-Arc schon die Insel Beehive erwähnt. Und da wurde erwähnt, dass der Davy Backfight da erfunden wurde. Und jetzt erfahren wir wieder, dass auf dieser Insel die Rocks-Piraten Also ich will nicht sagen, die wurden jetzt durch den Davy Backfight zusammengewürfelt, weil da geht es ja immer um Crewmitglied so. Aber das wäre schon weird, wenn Sebek damals sich seine starken Crewmitglieder irgendwie so... Aber das Ding ist, Whitebeard... Ja, okay, Whitebeard haben wir gesehen damals, als er jung war. Der war schon in irgendeiner Crew... Und, weißt du, mit den langen, blotten Haaren, wo er da sitzt und so. Also, er war schon irgendwo in der Crew, ist mitgesegelt irgendwo. Also, es kann sein, dass Sebek sich die starken Leute so vielleicht durch den Davy Backfight geangelt hat oder so. Also, jetzt nicht so abwegig, auch wenn es ein bisschen albern ist irgendwie, ne?
Es wirkt abwegig, aber schlussendlich, ja klar, die Verbindung ist da. Warum eigentlich nicht? Man muss ja sich sowieso fragen, wie diese ganzen starken Charaktere zueinander gefunden haben in der Crew. Und es ist ja halt so, die Insel ist ja als Paradies für Piraten bekannt. Und man hat ja auch gesehen, auch ein Blackbeard, ich sag mal, nachdem er so seinen ersten richtigen Meilenstein erreicht hat, sag ich mal, als Kaiser, der hat sich das da ja auch richtig gut gehen lassen, weißt du? Deswegen, ja. Also, warum nicht? Man könnte es so mit einbringen, aber um nochmal auf Kaido zu kommen, Kaidos Anfang ist ja quasi, dass er da, das muss man sich auch mal vorstellen, als Lehrling gestartet ist, während da ja auch schon Leute wie Whitebeard und Big Mom und Shiki und so waren. Und er da als Lehrling gestartet ist und dann aber auch wieder so eine Unterkategorie hatte in der Crew, also logischerweise Captain und so, aber dann gab es da auch sowas, also bei Kaido gibt es ja die Katastrophen, bei Big Mom die Süßigkeitenkommandanten und sowas gab es ja dann bei den Rocks auch und da ist er dann halt auch reinmarschiert in diese Gruppierung, weil er halt wahrscheinlich auch einfach schon damals ultra krass war, also wirklich richtig heftig sein muss. Ja, aber ey, das... Also ein Kaido war ja damals wahrscheinlich noch nicht so stark, ne? Also überleg mal, wenn... Nicht so stark wie jetzt auf jeden Fall, ja. Ja, weil überleg mal, wenn... Okay, man weiß auch nicht, wie stark die waren, Roger und Garp jetzt meine ich. Also wenn die beiden die Rocks-Piraten zerschlagen haben auf God Valley und da aber ein Kaido anwesend war mit Big Mom und Big Mom, wissen wir, bestätigt, als kleines Kind war sie schon eine Halbgöttin und hat da alle niedergeprügelt. Also die war schon richtig stark körperlich und wir haben ja auch ein bisschen ihr Werdegang gesehen, so ein bisschen Timeskip-mäßig so, ne, dass die Marine sie gejagt hat und so und dass sie da alle niedergemetzelt hat und so und dass sie dann auch ihr Kopfgeld bekommen hat mit irgendwie 500.000 damals als kleines Kind und so und das wurde immer höher und die Marine hatte sie auf dem Zettel und so. Sie war schon richtig krass als kleines Kind und da bei den Rocks war sie auch, ja, da, wie alt war sie da? Boah. Ja, so um die 20, ne, müsste sie ja gewesen sein. Ja, also, ja, in den 20ern halt, ja, auf jeden Fall. Ja, die eigentlich, ja, die müsste ja dann so 28 gewesen sein, Mitte 20. Also, die müsste da ja Prime-mäßig sein, so richtig stark. Also, eigentlich müsste sie da zu ihrer stärksten Phase gewesen sein. Und dass Garp und Roger das trotzdem geschafft haben. Und man geht ja davon aus, dass sowieso, Whitebeard war ja auch noch da. Und Xebec war wahrscheinlich der Anführer von dem, war noch mal stärker als Big Mom. Und Big Mom haben wir wirklich einen kleinen... Vergleich, bei der wissen wir, dass sie damals schon stark war. So, also, wie stark müssen die gewesen sein? So, was ist da passiert? Und hatte Kaido schon seine Frucht oder nicht? Das ist auch so eine Frage. Das ist die Frage, weil Big Mom hat sie ja wirklich schon als Kind dann 500 Millionen und so. Das ist so krank eigentlich. Und das ist die Frage, weil zum Beispiel bei Whitebeard sagt man ja auch immer, ja, Primetime Whitebeard, der nimmt alles auseinander. Und der war halt auch wirklich in der Primetime, so mit 30 Jahren, bestes Alter. Und wenn die halt ihre Teufelsfrucht haben, dann ist es unvorstellbar, wie Garp und Roger da gewinnen konnten. Also, ich meine, Kaidos Teufelsfrucht ist halt einfach auch... Ich meine, das ist ein Drache, so. Das ist nicht schlecht. Und wenn man jetzt auf Whitebeard schaut und so und sich auch ein Whitebeard im Primetime vorstellt, nichts mit Herzproblemen und sonst was, und eine Big Mom vorstellt, die auch absolut in ihrer Primetime ist, dann ist es unvorstellbar, wie Roger und Garp da abgegangen sein müssen, um das irgendwie zu handeln. Und ganz klar, der Captain wird natürlich auch einfach als Person, darf man ja auch nicht vergessen, wie eigen Kaido, Big Mom und Whitebeard sind, wenn man sich mal die Charaktere an sich anschaut. Oder auch ein Shiki, das sind so unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wie krass muss dieser Anführer gewesen sein, um diese Persönlichkeiten zu bändigen, so weißt du? Also um das alles so irgendwie unter Dach und Fach zu kriegen. Wenn man jetzt mal schaut in der Strohbande oder so, da sind auch verschiedene Charaktere, aber da gab es ja auch schon mal so Auseinanderschreitungen, wie zum Beispiel, wo dann Ruffy mal gegen Lysop antritt, so, weißt du, wo es dann eine Thematik gibt, sich die Strohhüte so ein bisschen streiten und abkapseln und wo es dann zu solchen Problematiken kommt, auch wo ein Zorro sagt, ja, dann wäre ich nicht in der Crew und bla bla bla. Sowas kann vorkommen, aber das muss ja bei der Crew theoretisch viel schlimmer gewesen sein, weißt du? Weil das so eigene Persönlichkeiten sind, die alle natürlich auch damals absolut overpowered waren. Und deswegen gerade Kaido, das passt so gut da rein, vor 40 Jahren schon übelst der Ficker gewesen. Und wenn der sich irgendjemand unterordnete, dann muss er krass gewesen sein. Obwohl man auch nicht vergessen darf, dass Kaido wohl einer der wenigen sein dürfte, der halt auch ohne Teufelsfrucht von den Kaisern mit am heftigsten sein dürfte. Also, ich stelle mir eine Big Mom, eine Big Mom ist halt, finde ich, schon mehr Teufelsfrucht basierend als Kaido, so, weißt du? Vom Kampfstil her. Ja, das Ding ist, wir haben ja auch gesehen, der Kaido hat einfach mit der Keule ohne Teufelsfruchtkraft oder so einfach Ruffy, ne? Diving Thunder, man weiß es ja. Jojo. Das war zu krass einfach. Das war so heftig. Bald im Anime, Freunde. Bald im Anime, freut euch drauf. Das wird so geil, Mann. Also, ich hoffe, Ende des Jahres wird Natoshi Shida die,
die Keule schwingt. Gegenrichtung. Die Keule ja, schwingt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ey, ja, lass uns ein bisschen mit Kaidos Laufbahn weitermachen. Warte mal, ich versuche mal zu überlegen. Also wir hatten die Rocks Piraten, wir wissen, er war Mitglied. Er war zu dem Zeitpunkt da noch ein Lehrling, das wissen wir. Also er war noch ein Schüler oder so. Das waren seine ersten Tage wahrscheinlich als Pirat und hat die Welt wahrscheinlich auch dann schon gesehen und hat sich dann wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, er hat dann die Welt ja gesehen. So. Er ist dann einfach auf Wano Kuni, hat er sich niedergelassen. Wie genau, wissen wir nicht, aber ich denke, das werden wir jetzt im Flashback erfahren. Wir haben ja jetzt gerade Oden den Flashback vor 41 Jahren, was da passiert ist auf Wano Kuni, wie Oden da ist und so. Und da haben wir jetzt gerade als Cliffhanger bekommen, dass Orochi, der junge Orochi da, noch als Diener unterwegs ist und so. Und jetzt erfahren wir wahrscheinlich auch in dem Flashback, kriegen wir den Werdegang von Orochi so ein bisschen mit, wie er sich da einschleust, wie er eventuell die Pforten aufmacht für Kaido und seine Leute. Obwohl Kaido müsste da ja noch frisch bei den Rocks-Piraten sein. Vielleicht sehen wir in diesem Oden-Flashback die Rocks-Piraten sogar. Wie krass wäre das denn? Es ist gar nicht mal so abwegig, obwohl vor 40 Jahren, na okay, nee, das war, warte mal, wann wurden die zerschlagen? Vor 39 Jahren? War das vor 39 Jahren, wo Garp und Roger die zerschlagen haben? Dann müssten die ja noch am Start sein. Weil der Flashback ist ja ein bisschen länger her. Dann müsste das ja mehr oder weniger, dann müssten die Rocks-Piraten zu dem Zeitpunkt, wo der Flashback gerade stattfindet, müssten ja noch existieren sozusagen und umhersegeln und Angst und Schrecken verbreiten. Deswegen, irgendwie wird Orochi das halt deichseln, dass Kaido da auch sein wird, denke ich mal. Weil, wie gesagt, Oden stirbt ja auch, ja, okay, Oden stirbt aber 20 Jahre später, als der Flashback zeigt. Okay, das ist halt die Frage, ob Kaido noch jetzt vorkommt im Flashback, ob wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren zu seiner Story, weil bei Big Mom hatten wir es auch im Whole Cake Island Arc. Da haben wir auch ihre Whole Cake mit Elban und so, mit Mutter Karamell und so, ne? Und deswegen, sowas wäre eigentlich cool, wenn er jetzt in dem Flashback auftauchen würde, Kaido. Macht aber eigentlich nicht so viel Sinn. Ja, vielleicht weil, ganz kurz. Also ja. Nicht so, es wird nicht so sein wie bei Big Mom, dass man wirklich so Elban Abschnitt hat und dann wirklich so die Jahre im Schnelldurchlauf sieht. Ich glaube, das macht man bei Kaido in eher verkürzter Form, aber dem Grunde nach schon kann er aufkommen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Shogun Orochi ein viel größerer Gegenspieler ist, dem Grunde nach, als irgendwelche Kommandanten von Big Mom, und dass der dann halt auch so seine eigene Backstory bekommt, ist eigentlich auch klar. So, also von daher ist halt die Frage, wie groß da der Anteil von Kaido sein wird. Ich hoffe aber, dass er vorkommt. Also Young Kaido auf jeden Fall. Bin ich da. Ja, das wäre cool. Das Ding ist, da waren die Rocks-Piraten noch am Start. Und das ist der Punkt. Der Flashback zeigt jetzt gerade, also in dem Flashback, wenn man da jetzt zwei Jahre weitergehen würde, ab da werden die Rocks-Piraten zerschlagen auf God Valley von Garp und Roger. Also eigentlich müssen wir, wenn, die Rocks-Piraten sehen, da im Flashback. So, und man muss auch bedenken, wir wissen ja alle, dass Momo und Kinemon so 20 Jahre in die Zukunft geschickt wurden. Und dass genau vor 20 Jahren, eigentlich ziemlich genau, jetzt natürlich nicht mehr exakt, aber dass da, das Schloss hat ja gebrannt und das war ja der Tag auch, wo Oden gestorben ist. Das war ja, wo Toki denn die, weißt du, das war ja richtig da, da war ja richtig dann die Kacke am Dampfen, so, wirklich richtig doll, so. Und das war genau vor 20 Jahren. Also war ja Oden noch 20 Jahre, also wir sehen den Flashback jetzt, Oden war ja aber zu dem Zeitpunkt, wo der Flashback gerade stattfindet, noch 20 Jahre länger auf Wano und wird dann erst sterben. Also wir sehen wahrscheinlich nicht seinen Tod jetzt. Es sei denn, dass natürlich gibt es einen Zeitsprung 20 Jahre später oder so auf Wano und dann sehen wir Oden nochmal und so. Und dann auch wie Kaido reingelassen wird, weil Orochi wird sich 100% irgendwie die Shogun-Position da ergeiern, wird irgendeinen Hinterhalt machen, irgendeinen Mord wahrscheinlich, oder wird wahrscheinlich den, wie heißt denn der Typ nochmal, der Vater von Oden, den wird er wahrscheinlich irgendwie niedermetzeln oder irgendwie so und lässt dann Kaido rein und Kaido ist, beschützt dann Orochi und so. Ja, ist es denn so ein Bündnis zwischen den beiden oder sonstiges? Ja, ich glaube, so wird das vielleicht sein, wenn wir was sehen. Ansonsten ist bei Kaido, ja, wir wissen sonst nichts. Wir kennen nur dieses eine Panel, was Oda gezeichnet hatte, halt, ne, was vor 20 Jahren war, wo das Schloss gebrannt hat. Da haben wir links Kaido gesehen. Und da hatte er, glaube ich, seine Narbe noch nicht gehabt, die er ja höchstwahrscheinlich, das ist die Narbe, die er auch von Oden hat, durch das Enma, die kommt dann aber später erst, aber das, was ja eigentlich gar keinen Sinn macht, weißt du, weil das war ja der Zeitpunkt von Odens Tod, das ist auch ein anderes Thema, aber ja, da haben wir ihn gesehen und da hat er auch noch nicht so einen langen Bart, aber ansonsten hat sich da nicht viel getan, auch vom Charakterdesign, also gefühlt hat er sich 20 Jahre nicht verändert. Also nichts ist auch mit irgendwie diesem komisch, alten so. Design, was man noch aus den ganz alten One Piece Zeiten kennt, wenn da mal die vier Kaiser gezeigt wurden. Da war das, ja, das ja war so, lächerlich. Dass der Kaido eine ganz andere Darstellungsweise hatte. Und da meinten viele, okay, vielleicht hat er sich enorm verändert.
Nein, das hat er nicht. Und auch wenn man so die Schatten sieht von den Rocks-Piraten vor 40 Jahren, da also nicht der Hauch von Ähnlichkeit. Die Silhouette lässt auch keinen Spielraum. So, das ist, ja, ja. Das ist einfach jemand anderes. Definitiv nicht Kaido. Also da hat sich Oda umentschieden. Auch die bessere Entscheidung möchte ich an der Stelle anmerken, weil der alte Kaido sah ja ein bisschen komisch aus. Muss man sagen. Das ist schon optimal, so wie er jetzt aussieht, finde ich. Also es ist mit, vom Charakterdesign muss ich sagen, es ist mit mein Lieblingscharakter aus ganz One Piece, so vom Charakterdesign, weil es einfach, ey, es ist einfach ein Monster so. Und er sieht einfach geil aus. Und den als Gegner kann ich auch ernst nehmen, so, weißt du? Also Big Mom nicht so, aber ihn kann ich halt richtig ernst nehmen. Als geht's, würde auch, sieht auch cool aus dann animiert, das weiß man einfach. Ja, vor allen Dingen, wo das dann damals kam, wo er da auf den Wolken stand, ey. So muss er aussehen. Also, das ist halt, so muss ein Kaido einfach aussehen. Also, man stellt sich halt, das Problem gibt es ja oft in One Piece, dass Leute sagen, ah, der Gegner sieht ein bisschen lächerlich aus und das nimmt ein bisschen diesen Vibe raus. Das gibt es ja jetzt auch gerade bei Orochi, dass da viele sagen, ah, mir passt das irgendwie nicht so. Verständlich auch irgendwo. Aber ich finde, wenn es auf einen Charakter nicht zutrifft, dann fucking Kaido. Also, vor denen hat man immer Respekt. Also der passt richtig gut in die Szenerie und da finde ich enttäuscht oder dann noch nicht, weil so diese richtig wichtigen Gegner, so wie Doflamingo und sonst was, finde ich, sind on point mit dem Design. Deswegen, von daher. Ja, feiere ich auch richtig, Mann. Und ja, da ist halt die Frage, erstmal, was für eine Rasse ist Kaido, können wir auch natürlich spekulieren. Viele sagen Oni. Wir sehen jetzt natürlich die Numbers, die jetzt auf dem Weg sind nach Onigashima oder da jetzt auch schon sind, die auch beim Feuerfestival dabei sein wollen. Da kennen wir die Silhouetten. Die sehen halt auch so Oni-mäßig aus mit so Hörnern und sonstiges so. Und Kaido halt auch. Wir wissen, seine Crewmitglieder und sonstiges viele und auch Jack zum Beispiel, der ist ja ein Fischmensch, der hat aber seine Hörner angeschraubt. Wir sehen da immer bei den Hörnern so am Kopf, dass sie so nur am Helm dran sind oder manche sind wirklich so in den Kopf reingeschraubt oder angesteckt oder so ganz komisch. Aber bei Kaido sind es halt echte Hörner. Das sind halt echte Hörner, so, die von ihm weggehen. Und ja, man kann darauf natürlich spekulieren, dass er auch von der Riesenrasse abstammt, von der Oni-Rasse, so auch wie Oos Junior und Oos halt. Denke ich auch, dass es sowas sein wird, weil, wie gesagt, die Insel heißt auch, diese kleine Nebeninsel heißt Onigashima, dass da die Onis herkommen und jetzt die Numbers auch, die alle aussehen wie Onis, auch auf dem Weg sind nach Onigashima oder sonstiges, dass die wahrscheinlich auch von der Rasse von Kaido sind. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ja, weil, wie gesagt, wir wissen ja auch bestätigt, dass Oos Junior und Oos auch gewisse Unterart von den Riesen waren, so. Ne? Also ist. Das wäre schon cool, oder nicht? Es wär irgendwie sehr cool, wenn es diese Rasse noch geben würde. Es wäre sehr geil und schließt halt auch einfach den Kreis, worauf man wartet. Also, es wird eine Verbindung geben, ganz klar, zu 100%. Man wird das definitiv so abschließen und es erklärt ja auch, warum, und vielleicht auch, das schließt auch ganz gut den Kreis zum nächsten Punkt, weil das nächste, was wir geschichtlich kennen, ist der Zusammenprall zwischen Kaido, wo er schon einer der vier Kaiser war, und Gecko Moria, als er in die neue Welt gekommen ist. Und ich meine, die Reaktion von Gecko Moria, nachdem er da von Kaido komplett durchgelassen wurde, war ja auch darauf bezogen, dass er dann halt, weißt du, dass er halt sein Meisterprojekt da gegen Kaido starten wollte. Und das ist ja auch in die Richtung gegangen. Also von daher wird es definitiv eine derartige Verbindung geben. Und wie gesagt, vielleicht ganz kurz zu dem Vorfall. Gecko Moria ist in die neue Welt gekommen mit seiner Crew, ambitioniert wie eh und je, und wurde einfach komplett von Kaido fertig gemacht, denn seine ganze Crew wurde getötet und Gecko Moria hat Angst vor der neuen Welt gehabt. Sehr geil, sehr krass. Ja, ja, das stimmt, das ist auch noch ein, die Zeit weiß man nicht, wann genau das war, aber er war schon einer der Kaiser auf jeden Fall, das ist soweit bekannt, aber sonst. Und er hat ja, wie gesagt, er hat die Crew getötet und ja, vielleicht wollte Moria deswegen auch genau Oos, also genau diesen Oni, diese Oni-Rasse, so, ne? Das liegt halt nahe, Digga. Das passt halt alles zusammen. Stimmt schon. Ja, aber wann genau das war, weiß man nicht so. Sonst könnte man zeitlich vielleicht das auch noch einordnen, so. Das sind alle Bruchteile, die wir wissen aus seiner Vergangenheit. Dann, oder wissen wir noch etwas? Haben wir irgendwas vergessen? Wir wissen natürlich noch das Gespräch zwischen Shanks und ihm. Was war Focus Marineford so, vor 2 Jahren jetzt? Also, der wollte ja eigentlich nach Marineford kommen. Und Shanks hat ihn davon abgehalten. Das ist natürlich auch noch ein kleines Puzzlestück, was es auch noch gibt zu seiner Vergangenheit, was ich aber auch nicht mehr richtig zur Vergangenheit sehen würde, weil das war ja in der Zeitraum, wo wir One Piece schon verfolgt haben als Zuschauer. Ist auf jeden Fall interessant. So. Das ist soweit. Also man muss sagen, von Kaido weiß man sogar eigentlich, also Kaido war halt immer präsent irgendwie, weil er halt
durch den, also natürlich in den Arcs rund um Dressrosa, Punk-Hazard, Herstellung der Smile-Früchte und so. Er war immer relevant im Hintergrund. Und dann halt Gekko Moria, dann halt Brook, das ja auch erwähnt mit Wano Kuni zuvor. Dann der Angriff natürlich auf Whitebeard, der geplant war, von Shanks unterbrochen. Und generell halt auch diese Road-Poneglyph-Thematik, die mit Zu aufgeschmissen wurde und dann natürlich die direkte Verbindung zu Kaido. Also er war immer relevant und man weiß so das aus seiner Vergangenheit, aber dann gab es irgendwann so einen Cut, wo dann nicht mehr so viel bekannt ist. Also außer dieser eine Abschnitt, wo er quasi versucht hat, Whitebeard auf dem Marineford anzutreffen, ist in der reinen Vergangenheit an sich nicht mehr viel passiert. Also wir wissen nur noch, dass die Leute, die dann in die neue Welt gegangen sind, also die ganzen Rookies, dass dann X-Drake halt auf Kaidos Insel mitgelandet ist und da halt auf Kaidos Männer getroffen ist. Schlussendlich ja wissen wir ja alle, was mit X-Drake jetzt passiert ist. Und dann gab es halt die Konfrontation in der neuen Welt, wo Kaido halt einfach auf Kid und die anderen getroffen ist. Und ja, da, das ist ja auch absolut krass. Also das fand ich auch noch, war einer der geilsten Momente überhaupt, seine Einführung, wie er da Kid, wie wir jetzt ja wissen, komplett zu haben. Das ist schon richtig geil, auch als Cliffhanger von Oda so, ne? Aber ich hätte es eigentlich noch mehr gefeiert, hätte man kurz noch gesehen, wie er da mal reinprügelt, so in Kid und so, ne? Wenn ja, man das noch kurz gesehen hätte. Auf jeden Fall, so. Weil man weiß ja, was mit Kid passiert ist. So, der lag da, ja, ja. Der lag da 3 Jahre tot in der Zelle. Also natürlich nicht 3 Jahre, aber ihr wisst, was ich meine. Der lag da richtig lange in dieser Zelle blutend am Boden. Und es ist halt geil, weil man, auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, dass Scratchman Apo schon vorher eine Snitch war. So, das muss man auch mit einkalkulieren. Das heißt, der Kampf, also man fragt sich immer, okay, warum zeigt man das nicht, warum zeigt man das nicht? Aber hier wäre es, also hier hätte es ja schon Sinn, dass man es nicht gezeigt hat, weil es ja wichtig war für Scratchman Apo und so, dass man das dann mit in die Story mit einbindet, weißt du? Ja, dass man das nicht direkt revealed, dass er schon vorher ein Verräter war, meinst du, ne? Ja, ja, genau, dass er ein Verräter war, dann auch Basil Hawkins Pläne, dann was mit X-Drake passiert, damit man da auch, also weil man ja die ganze Zeit überlegt hat, was mit Killer passiert, nicht X-Drake, Leute. Und Killer hat man sich ja dann auch noch aufgehoben für Wano Kuni und man wusste ja jetzt nicht, okay, man sieht ihn nicht, ist er gestorben oder was. Dass man das dann alles nicht gezeigt hat, das hatte schon Sinn und Zweck. Also von daher, okay, aber jetzt, wo wir soweit wissen, okay, Scratchman Apu, Verräter, bla bla bla, finde ich, könnte man trotzdem mal ein Flashback zeigen, wo man so einen Schlag sieht. Also ja, warte mal, was heißt denn Verräter? Also er hatte vorher schon, lass uns doch mal ein bisschen drüber drauf spekulieren, er war vorher schon mit Kaido in Kontakt und hat das alles so geplant, dass Kaido genau von der Himmelsinsel darauf springt und die dann trifft, aber aus welchem Grund? Also um natürlich starke Leute für seine Crew zu finden, weil entweder schließt euch an oder ich hau euch zu Brei mäßig so, ne? Oder was hatte das für einen Sinn? Also hat Kaido das nötig, auch dass Kaido selber, also dass Kaido selber erstmal von seinem Wano Kuni Onigashima da aufbricht, ganz alleine, ohne Crew und da auf der Himmelsinsel, wir wissen, okay, durch die Drachen Soan ist er da hochgekommen, so, und aber selber die Ambition zu haben, okay, die wollten ja nicht mal ihn stürzen. Von der Allianz war ja ursprünglich Shanks Kopf erstmal so das Ziel. So, warum, also, hätten sie jetzt als Ziel Kaido und Apu hat dann den Snitcher gemacht und hat gesagt, okay, hier, Kaido, die wollen dich, so, komm mal lieber her und beende das mal, bevor noch was Dummes passiert, so. Hätte Sinn gemacht, aber ich verstehe das nicht so. Wir wissen, dass es das gab. Basil Hawkins hatte das angeteased, so entweder, ja, schließt euch an oder das, hat er sich so Leute gesucht für seine Crew, Kaido, also so zwangsmäßig oder Digga, sag du mal, was denkst du? Das ist halt echt schwierig, weil eigentlich hat Kaido es ja auch nicht nötig, muss man mal sagen. So, ich meine, bei Kaido, ja, gut, man hat aber auch mehr erwartet, finde ich, von seiner Crew. Weißt du noch, wo damals so dieses Ganze so, ja, die ganzen Smile-Fruchtnutzer und die ganze Armee, die dahinter steht und so. Letztendlich wissen wir, die Gifters sind sowieso scheißegal. So, und im Grunde nach sind die Gifters sowieso, also sie sind erstmal schwach oder schwächer, als man sich's vorgestellt hat, finde ich. Und außerdem hat man natürlich jetzt mit der Teufelsfrucht, mit den Bällchen, oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die Bällchen heißen. Bin ich bescheuert? Die Kibidango. Ja, Kibidango-Bällchen. Ne? Hat man natürlich den absolut obvious Counter dagegen. So, deswegen eine Problematik, die man eindämmen kann. Aber Kaido selbst ist halt einfach viel zu krass. Und das ist ja die Sache, ob er dann so aktiv Leute, so vor allem er selbst. Ich meine, hat er keine anderen Leute, die das für ihn übernehmen? Aber es ist halt. Ich kann mir auch vorstellen,
Ich kann mir das auch vorstellen, also dass diese Dango-Bällchen eingesetzt werden beim Bankett jetzt auf Onigashima. Ja, definitiv, wenn das Feuerfestival so untergejubelt und dann... Das wäre ein geiler Plan eigentlich. Sehr geil. Aber die Sache ist halt auch die, wenn man sich mal im Manga als auch im Anime mal die Szene anguckt, wo Kaido auf die Insel prallt, wo Kid und so waren, dann sieht ein Scratchman Apu auch überrascht aus. Also ich glaube nicht, dass er wusste, dass Kaido da... Ja, schwierig. Also ich glaube nicht, dass er wusste, dass Kaido da aufprallt. Aber die Sache ist halt auch die, es grenzt halt auch schon wieder an ein Wunder, dass Kaido da von der Wolke springt und auf einer kleinen Insel landet. Weil man hat hier die Insel in der Totale gesehen, die ist halt fucking klein gewesen. Das war nur ein Gebäude quasi und so ein kleiner Hügel. Und, Perfektes Aim. Perfektes Aim. Darum war nur Wasser, keine andere Insel oder sonst was. Deswegen sehr, sehr schwierig, was da genau passiert ist. Man weiß halt einfach noch zu wenig. Man weiß noch zu wenig dünnes Eis. Sag ich dazu nur. Ja, und auch weil die Aussagen von Kaido ziemlich komisch waren, wie, schon wieder nicht gestorben und so. Also, ja, ja, genau. Wollte er jetzt, was? Auch, so, auch hier irgendwie wieder die Frage, weil er dann gesagt hat, Whitebeard hat es geschafft, so. Das zeigt ja auch nochmal, wie krass Whitebeard in der Ära gewesen sein muss, wo die noch mehr miteinander zu tun hatten, weißt du? Weil ja, ja. Er hat ja Whitebeard dafür bewundert, dass er sterben konnte. Das heißt, in der Rocks-Ära, muss ja Whitebeard wahrscheinlich nochmal ein Schnuff krasser gewesen sein als Kaido. Und dass Kaido dann halt so sagt, ey, er war doch krasser immer als ich, so, wie kann er sterben und ich nicht, weißt du? Das stelle ich mir immer vor. Was auch dafür sprechen würde, dass er vielleicht ein bisschen jünger ist als Whitebeard vom Alter her. Könnte auch sein. Ja, stimmt eigentlich. Ist auch wieder so ein kleines Ding. So, lass uns nochmal reden über Kaidos Zukunft, also jetzt sein Schicksal oder wie man es auch immer nennen will, so was jetzt passiert mit ihm. Also, nehmen wir mal an. Es gibt einen Plan und die Allianz von Ruffy ist jetzt doch nicht zerschlagen und das ganze Geheule gerade an der Küste jetzt in der Gegenwart ist doch alles unberechtigt und am Ende ist alles gut so und die kriegen können den Plan umsetzen, um da in Mitternacht anzugreifen mit den Minks, mit ihrer Sulong-Form und einen Plan, sagen wir die Dango-Bällchen, und sie kriegen das hin, irgendwie, was alles unmöglich ist eigentlich, Big Mom und Kaido da irgendwie zu stürzen. So. Was soll denn passieren mit Kaido? Also, meinst du, er wird sterben am Ende von Wano Kuni? Von wem wird er besiegt und was passiert danach mit ihm? Würde es überhaupt noch einen Sinn ergeben, wenn Kaido weiterhin lebt? Also, so ein Kaiser, der noch weiterhin lebt, so. Also, irgendwie macht das für mich wenig Sinn, so, wenn Ruffy die besiegt, so. Also, ein Kaido wird doch nicht, wenn er dann wieder immer noch lebt und sich regeneriert und dann wieder bei Gesundheit ist und so, wird er doch nicht sagen, ja, gut, habe ich verloren, dann gehe ich mal. So, ich habe aus der Situation gelernt. Ja, eine Lektion habe ich gezogen, alles klar, Leute. So ein Strohhut Jolly Roger auf der Brust und sagt, ja. Team Ruffy. Nee, das ist also, Quatsch, der wird doch dann auch wieder das anstreben, wir waren noch cool wieder zurück und der weiß ja auch von Big Mom, wenn die jetzt besiegt wird, die wird doch ausrasten und Rache wollen. So. Also, die kannst du nicht leben lassen. Definitiv, und man darf ja auch nicht vergessen, bei Whole Cake Island war es ja auch nichts anderes. Ruffy hat ja auch gesagt, er wird wiederkommen. Er kommt wieder und dann verprügelt der Big Mom, so weißt du. Und deswegen, also Kaido ist kein Charakter. Man kann nicht von Wano Kuni gehen und sagen, okay, Orochi und Kaido liegen zertrümmert in irgendeinem Haus und wurden besiegt, so. Das macht keinen Sinn. Also die müssen beide aus dem Verkehr gezogen werden. Und die Sache ist halt, ich glaube nicht, da, also man zieht nicht auf einmal so eine Karte so, man fesselt die einfach in Seesteinketten und Abflug. So, das macht auch keinen Sinn. Das passt einfach nicht. Das geht auch nicht. Also, das ist echt schwer, ne? Es ist echt schwer, weil die Frage ist halt, ob Kaido es vielleicht, es ist so ein dünnes Eis, Freunde. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung mit in die Kommentare. Was glaubt ihr, was mit Kaido nach Wano Kuni passiert? Also wie sein Stand ist? Weil es gibt halt keine Situation, dass Ruffy ihn jetzt irgendwie tötet oder so. Aber sie können ihn auch nicht einfach nur anketten und wegbringen oder so. Das funktioniert halt auch nicht. Und die Frage ist halt, ob Kaido sich vielleicht selbst tötet, also dass er das dann wirklich umsetzt. Aber warum? Es ist so schwierig. Aber ich sehe kein Ende vom Wano Kuni Arc und die Ströte segeln fröhlich zur nächsten Insel, sage ich mal. Obwohl jetzt natürlich noch andere Sachen anstehen könnten. Aber, also ich glaube nicht, dass in ihre Reise weitergeht und Wano Kuni so ein risikobehaftetes Ding bleibt, weißt du? Dass die da, die Wano Kuni hinter sich lassen und auf Wano Kuni aber noch Kaido und Orochi einfach gefangen genommen wurden, so. Das macht keinen Sinn. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Das ist für mich auch so ein Ding, boah, ich weiß nicht. Also, wie soll man Kaido noch leben lassen danach? Das ist eine tickende Zeitbombe. Der muss irgendwie, der müsste das Zeitliche segnen eigentlich, aber Ruffy, dass Ruffy den umbringt, sehe ich irgendwie auch nicht.
Und dass ein Zorro vielleicht den letzten Schnitt macht mit dem Enma oder so, ich weiß nicht. Oder dass er selber dann ins Wasser fällt und dann da vielleicht ertrinkt. Da, oder daran halt. Habe ich gerade auch gedacht. So, ne, also wie soll man das machen? Also irgendwie so muss es sein. Also dass man den am Ende der Marine aushändigt oder so. Der wurde ja schon gefühlt milliardenfach festgenommen und hingerichtet und das bringt nichts so. Das ist auch so eine Frage. Aber auch hier die offensichtlichste Thematik, die sich auch viele Leute, ich habe es auch schon oft in den Kommentaren gelesen, vielleicht auch kurz mal das Thema aufrollen. Kai, du willst dich umbringen? Warum springt er nicht einfach ins Wasser? So. Ja. Es ist halt bis jetzt die Frage, deswegen da muss man auch mal schauen, was das für einen Hintergrund hat. Vielleicht kann er, keine Ahnung, durch die Drachenfrucht oder so irgendwie weiteratmen oder so, wer weiß. Also, ja, Mann. Es macht einfach keinen Sinn, obviously, weil man denkt sich so, okay, Teufelsfruchtnutzer springt ins Wasser und ist offensichtlicherweise dann am Ertrinken, aber Kaido scheinbar nicht und er ist ja die stärkste Kreatur zu Land, See und sonst was wo und deswegen ist das auch eine sehr, sehr schwierige Thematik. Wo ich aber auch nochmal eine Frage an dich anstreue, okay? Random Frage, pass okay, auf. Okay, komm, hau so. Raus. Also, Ruffy gegen Kaido 1v1. Ja? Mhm. Was glaubst du, wird Ruffy versuchen, um ihn... Also, kannst du es dir vorstellen, dass es ein 1 gegen 1 geben wird? Kannst du dir vorstellen, dass Ruffy gewinnt? Und was glaubst du, packt Ruffy aus, um eine Chance zu haben? Also, was erhoffst du dir? Oh Mann, ey, so eine Frage, ey, Digga. Im Sinne von, also. Ja, also ganz kurz nur dazu, ob du jetzt wirklich glaubst, okay, er packt einfach nur eine neue Haki-Technik aus und that's it, oder neue Gear 4-Form oder Gear 5, oder was glaubst du? Ich glaube sogar, es gibt vor Kaido erstmal noch einen Kampf und er wird auf jeden Fall diese Gouken, das Haki, was er trainiert hat jetzt und auch beherrscht hat über die paar Tage da, damit wird er eine Gear-Form noch raushauen. Ich glaube aber, dass diese Gearform nicht für Kaido ist, beziehungsweise dass die auch nicht reicht, so wie ein Snake Man auch nicht reicht, sondern es muss ein Zusammenschluss von Snake Man und dem Rüstungshaki-Gear dann sein. Also das beides, dass ein Rüstungshaki da ist, er aber genauso schnell ist wie mit Snake Man und auch so unpredictable die Schläge hauen kann, weißt du, wie bei Snake Man, aber die Schläge dann auch mit diesem Gouken, mit dieser Aura ummantelt sind, damit er durch Kaido durchkommt. Also das muss fusioniert werden, die beiden Formen. Das muss kommen, so. Ich glaube, das Erwachen wird noch nicht thematisiert, weil es davor jetzt auch noch nicht thematisiert wurde und das, ja, keine Ahnung, dafür braucht er, glaube ich, noch Übung komplett mit der Teufelsfrucht, so. Und jetzt hat er sich auf Haki spezialisiert und so, erstmal auf Rüstungshaki, davor Erfahrungshaki. Ich glaube, das wird sowas sein, dass er mit den beiden Haki-Arten eine Form findet, um Kaido zu besiegen. Wenn das, also selbst dann ist es unrealistisch und einfach Quatsch eigentlich immer noch. Man kann sich dann, selbst dann eigentlich, egal wie Oda das hinbauen würde, so, es wäre eigentlich immer noch viel zu krass, so, weißt du, die stärkste Kreatur zu besiegen direkt, so, Ruffy, ich weiß nicht, davor wurde er mit einem Schlag getötet fast, so, bewusstlos Schaum vom Mund, so, und danach besiegt er ihn. So. Zwei Wochen später, Digga. So, ja, ich habe dazu gelernt. Das ist halt, so, das ist halt schwierig, wirklich. Aber zu viel, glaubst du, so, schon hin oder her, aber das ist zu krass. Also, ja, erstmal die neue G4-Form. Ja, ich glaube ja. Also, erstmal die neue, wie gesagt, Rüstungshaki Gouken G4-Form, Lion Man, Kong Man, was auch immer Man. Und vielleicht ist dann aber der Zusammenschluss aus der Snake Man-Form und dem neuen, vielleicht ist das sogar das G5 dann, weißt du? Also, es klingt jetzt so banal, weil dieses G5 aber schon so oft benutzt wurde, aber dass ein Zusammenschluss aus den zwei, ja, vielleicht Bounce Man noch oder so, also, dass der Zusammenschluss aus den Eigenschaften mit Haki und Gear 4 Form, das alles zusammen in einer Form ist dann Gear 5. Das wäre für mich auch der nächste Schritt für ein neues Gear. So, ansonsten würde auch ein Gear 5 keinen Sinn machen, wenn das nicht alles andere beinhaltet, so, weißt du? Und dann ist es einfach Gear 5. So, und ich weiß nicht, ob es dann noch einen Namen hat oder sonstiges, aber Digga, ich glaube, dass, hey, das ist für mich in meinem Kopf, ist es so realistisch und einfach so schlüssig, dass es so ist. So, ich weiß nicht, was denkst du denn? Also, ich glaube auch, er wird erstmal versuchen, so das Beste aus dem, was er gelernt hat, zusammenzubringen, weil es ist schwierig. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, er hat ja den Snake Man ausgepackt gegen Katakuri, aber er hat ja davor immer sich die ganze Zeit schon schlagen lassen und hat versucht auszuweichen, um seinen Observationshaki zu stärken. Und als er das dann drauf hatte, als sein Observationshaki auf einem hohen Level war das der ausschlaggebende Punkt, dass er den Snake Man vernünftig nutzen konnte. Die Sache ist halt, ob er bei Kaido dann wieder das Gleiche hat, also ob ihn die Gurkenform, er trainiert sie immer weiter und dann macht er dasselbe, dass er dann eine neue Gear 4 Form auspackt. Ich bin aber voll bei dir, weil ich
Ruffy ist zwar gönne zu gewinnen im 1 gegen 1, also wer möchte das nicht sehen, ganz klar. Aber, also Leute, es soll nicht böse klingen, aber ich fände es richtig scheiße sogar, wenn Ruffy einfach Gear 4 blablabla Man macht und sagt, ja, hier mit der neuen Haki-Technik kann ich jetzt den Man auspacken und dann knallt's hier und dann verprügelt der Kaido. Also es wird trotzdem ein harter Kampf werden und er wird trotzdem fertig sein und so wie nach Katakuri dann. Aber das wäre schwach, also das wäre so, egal welcher Gegner auf Ruffy zukommt, dann braucht er nur einmal irgendwas lernen, was irgendwie in die richtige Richtung geht und verbindet das dann mit Gear 4 und dann hat er den Win. Das wäre auch schwach. Ja, ja. Also das deswegen auch hoffe ich komisch auf eine andere Lösung. Aber wärst du denn so abgeneigt gegenüber so einer, ja, alle gleichzeitig gegen Kaido und Kaido verliert dann? So, ja, das so Ding ist, ja, an sich finde ich es nicht so cool, ne? Also wer findet das schon cool, wenn Ruffy nicht aus eigener Kraft im 1 gegen 1 später den besiegt und so, weißt du? Man will ja, dass Ruffy, aber trotzdem habe ich mich damit abgefunden, wenn es so wäre, wäre ich nicht enttäuscht, weil Kaido, wie gesagt, die stärkste Kreatur in ganz One Piece ist. Digga, wenn Ruffy den jetzt schon in 1 gegen 1 besiegt, dann ist er ein Halbgott. Wer soll denn noch kommen? So, ich weiß nicht, so. Dann ist er ja schon ultra, dann ist er, gibt es ja nichts mehr, was so eine Gefahr wäre. So. Blackbeard ist ja jetzt auch noch unfassbar weit weg von Ruffy, so von der Stärke her und den Fähigkeiten. Aber wenn er jetzt Kaido besiegt, dann denkt man sich, oh, Digga, der hat Kaido besiegt, Alter. Wer soll kommen? Kommt alle her, so. CP0, was ist das? So, Lachnummern. Ja, genau das ist es nämlich so. Man denkt sich dann nämlich, ey, alter Whitebeard hat schon gegen alle Admiräle standgehalten. Er hat jeden Admiral mal eine mitgegeben. Und also, dass man dann so sagt, so, ja, okay, Ruffy wäre so dominant, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, oder hat durch die neuen Kopfgelder, natürlich, Kopfgelder spiegeln nicht die reine Stärke nur wieder, aber trotzdem ist der Unterschied so gravierend, dass Oda sich schon, finde ich, bewusst gedacht hat, okay, Leute, hier seht ihr, der Unterschied ist noch gewaltig. Der Unterschied ist einfach noch gewaltig. Aber das ist halt diese Zwickmühle. Man weiß, Ruffy kann nicht einfach von Wano Kuni verschwinden. Dafür ist die Thematik zu heikel, dass man es einfach auf später verschiebt. Aber er kann auch nicht im Einzelnen gewinnen. Und wenn er im Einzelnen gewinnt, dann hat er halt auch voll vieles so den Reiz verloren. Weil er, ich meine, stell dir mal vor, Kaido und Shanks, also unabhängig davon, wie dieses Aufeinandertreffen ausgegangen ist, aber man kann ja vielleicht schon sagen, dass Kaido vielleicht sogar ein bisschen stärketechnisch vielleicht Shanks überlegen ist oder so. Stell dir mal vor, Ruffy würde ihn im 1 gegen 1 besiegen. Dann wird Shanks nicht zu Ruffy kommen und sagen, ey, du bist ein großer Pirat geworden, sondern er wäre einfach ein größerer Pirat als Shanks selbst geworden, so weißt du. Das, ja, ja. Das wäre falsch. Das wäre einfach falsch. Ein Shanks muss ein Ruffy begegnen und ihn als Vorbild dienen, also dass Ruffy zu ihnen aufsieht und sich nicht denkt, Alter, ich spuck auf dich, ich würde dich fertig machen, so, das darf nicht passieren. Also nicht in der Zeitkonstellation zumindest. Digga, das sehe ich auch so, es wäre einfach auch schon zu krass, vielleicht muss er, also Fakt ist, er muss Kaido besiegen, so, also Ruffy jetzt vielleicht nicht, aber Kaido muss besiegt werden, das wollte ich damit sagen, weil es gibt kein Zurück mehr jetzt. Die können ich jetzt abhauen so und Wano später irgendwann aufschieben. Also das muss jetzt über die Bühne gehen. Die Frage ist, ja, wie passiert das? So, schreibt eure Meinung in die Kommentare unbedingt. Ich habe nichts mehr zu sagen zum aktuellen Thema jetzt. Wir haben jetzt auch über, ja, Vergangenheit technisch gab es ziemlich wenig. Zukunft kann man nur spekulieren. Also ich weiß nicht, Leute, schreibt rein in die Kommentare, was ihr denkt dazu. Also jetzt auch zu zukunftstechnisch und so. Und was ich komisch finde, genau, schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr haltet mit dieser Apu-Geschichte. Das ist wirklich so ein Ding, ich weiß nicht. Apu war vorher schon Verräter, das wissen wir. Aber was für einen Sinn hatte denn Kaidos Auftritt da? So, natürlich für uns als Manga-Leser war es ein geiler Auftritt. Das war dann wahrscheinlich der Sinn überhaupt, aber weiß ich nicht. So, schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr? War das geplant, so dass er Leute so rekrutiert? Und warum geht er alleine los? Und hat er das überhaupt noch nötig? Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin raus. Ich gebe die letzten Worte an Mirolox. Yes, Leute. Also wie gesagt, ein bisschen kürzerer Podcast, weil einfach auch Kaido nicht den Stoff bietet, wie jetzt zum Beispiel die anderen Charaktere, die wir in der Charakteranalyse hatten. Trotzdem könnt ihr immer gerne weitere Charaktere in die Kommentare schreiben, die wir uns mal gemeinsam in Podcast anschauen sollen. Der nächste Podcast, wieder ein Livestream, die 25. Ausgabe. Jede 5. Ausgabe wird gestreamt. Wir hoffen, dass das bald sein wird, aber versprechen wollen wir nichts, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Like und Kommentar da lassen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag, hast du eine Idee? Kaido. Kaido. Hat auch ein D im Namen. Schreibt mal Kaido mit einem D, also mit einem großen D-Punkt, also mit dem D im Namen in die Kommentare, Freunde. Und mit diesen Worten beenden wir die 24. Ausgabe des Podcast. Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein.
Ciao. Und tschüss.